So, Freunde, weiter geht es mit Castlevania Lords of Shadow. Kapitel 3. Ist aber relativ kurz, es hat nur 2 Level. Ich kann es vergessen, es gibt auch irgendwie Kapitel, die sind nicht besonders lang. Aber gut. Die 3 Türme. Gateway to the mind. And now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his weariness. The many sleepless nights since his love was taken from him, the fear of falling into sleep, the nightmares that haunt him have all played their part. Did he murder this poor girl? Or is there some other explanation? Doubt gnaws at him now, eating his very soul. The golem protected this child for centuries, loved her dearly, and there was no way he would have let Gabriel live, yet alone give up the gauntlet. Few men could continue. Most would abandon the quest, but something deep inside forces him ever onwards. A dark force has taken hold, and all creatures of the night will come to fear him now. So, das letzte Mal haben wir gegen den Schwarzen Ritter gekämpft, den wir erfolgreich besiegt haben. Jetzt haben wir den dunklen Handschuh nämlich erhalten, ein mächtiges Artefakt, womit wir jetzt quasi Sachen verschieben können. Und ihr habt ja gesehen, es gibt auch Skills zu, wir können den halt auch im Kampf nutzen. Dieses technische Meisterstück der gardischeren Magieschmiede war ursprünglich nicht für den Schwarzen Golem-Ritter vorgesehen. Wurde aber in der letzten Fertigungsphase auf magische Weise irgendwie mit dem Konstrukt verschmolzen. Claudias Vater fügte es wegen der enormen Macht und der brachialen Gewalt hinzu, die der Golem dadurch erhielt. Er hielt es für notwendig, um sein geliebtes Kind zu schützen, doch die Wahrheit dient einem viel dunkleren Zweck. So, und jetzt setzen wir die Fähigkeit das erste Mal ein. Nimmst diese Statue mit der Macht des Handschuhs verschieben, LT und X drücken. Achso. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, mit dem Handschuh. Mit dem Handschuh zu kämpfen, da gibt es Fähigkeiten zu. Aber die gucken wir uns nochmal im Detail an. Ah, musst du niesen. Das sieht so schön hier aus und dann... So weit kannst du aus eigener Kraft nicht springen, aber ich weiß, wer das kann. Können wir uns erstmal wieder aufladen. Gibt es nicht eine Ground Pound Fähigkeit mit dem Handschuh? Monster. Insta-Kill. Mit dem Kristall. Schwarzer Ritter Golem. Ja, mit dem Stein hätte ich ihn auch besiegen können, aber ich hatte keinen aufgeladenen Stein. Das funktioniert leider nicht. Heiliges Kreuz. So. Explosives Beben. Wo war denn das? Fallschwelle. Kristall. Wir halten, ja. Wo finde ich den? Das müsste eigentlich Reliktkräfte sein. Edgestoß.
so. Ja, ich verstehe, ich muss das Ding da nochmal durchschieben. Glaube ich. Aber ich komme nicht zurück. Gibt es den anderen Weg drumherum? Der hier diesen Pfad, aber... Ich bin halt so ein bisschen lost. Sieh mir eine Kante. Achso, hochklettern. Geht das? Hier. Wieder rein. Wir müssen das Ding da durchschieben. Muss unter Umständen Schattenmagie. Ah, okay. Um das zu verstärken, ja. Deswegen auch die Schattenmagie. Also der Brunnen meine ich, dass ich den auf, dass ich aufladen konnte. Okay, aber das reicht noch nicht. Okay, jetzt kann ich mich da dran haken. Liegt hier noch eine Leiche mit einem Kristall oder so? Einfach nur schöne Kulisse. Mehr nicht. Ah, guck an. Ups. Wie nur ein Kristall. Kann hier wechseln zwischen den einzelnen Sachen. Der Kristall ist voll, aber... Die dunklen Kristalle werde ich nur einsetzen für Bosskämpfe, weil da lohnt sich halt am ehesten. Oder wenn die Situation halt echt ausweglos ist. Warum drücke ich als B? Diese zerfallene Zivilisation zeigt von größten Erfindungsreichtum der Menschheit. Es stimmt mich traurig, dass all die Geheimnisse, die hier verborgen liegen, bald auf ewig verloren sind und viele von ihnen im Elaganischen Ozean versinken werden. Der Einfluss des dunklen Fürsten und hier ist hier deutlich spürbar. Und Vage und Werwölfe sowie Lykaner durchstreifen jeden Winkel dieses Landes. Ich muss mich an diesem Ort flink und lautlos fortbewegen, immer darauf achten, nicht entdeckt zu werden. Was den Zauber betrifft, der unsere Welt von dem Himmel getrennt hat, habe ich nichts herausfinden können. Doch eines wird mir immer klarer: Die Fürsten der Schatten müssen sterben. Was so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. What? Ich. Ist da unten irgendwas? Bis auf den Tod nicht. Okay. Das stimmt mir schon mal recht. Freudsam. Was mit dieser Truhe? Würde ich gerne öffnen, wenn das geht. Da dran komme. Kann mich hier abseilen und hochseilen, dann hält er sich wieder da an der Kante fest. Das sieht sehr beeindruckend aus, wenn ihr mich fragt.
Nett. Aber wie komme ich an die Kiste da hinten? Du hast den Feenbehälter. Suche in den Türmen nach Feenblüten, um ihn aufzufüllen. Genau, da habt ihr gesehen. Die Anzeige links über den Dolchen ist so ein Feensymbol. Das kommt damit dazu. Was die Truhe angeht, da werde ich nochmal. Da werde ich nochmal separat gucken. Weil ich jetzt aktuell nicht weiß, wie ich da drankomme. Müsste ich das Level nochmal neu starten, aber das Level geht. Ordens Ritterschriftrolle. Letzte Nacht träumte ich, dass eine wunderschöne Frau mich im Schlafe besuchte. Sie war betörend, hypnotisierend. Sie erzählte mir, es werde ein Krieger kommen und den Fürsten der Lykane vernichten und sie und ihr Volk würden ihn dabei unterstützen. Sie war die Königin der Feen und sprach mit einer Zunge, deren ich nicht mächtig war. Dennoch verstand ich jedes Wort. Meine Augen werden sicher nie wieder solche Schönheit erblicken. Wenn ich heute sterbe, dann in dem Wissen, dass ich die Dinge gesehen und erlebt habe, die keinem anderen vergönnt waren. Und so kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die verheißende Belohnung wirklich existiert. Okay. Gut. Hätten wir das hier erledigt, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es nämlich auch noch was. Weitere Nachricht. Hey, ein Stein. Okay. Na, komm. Yeah. Und hoch da. Ah, ich war noch auf stumm. Da hat sich das Spiel aufgehangen. Und OBS auch. Dinge passieren, aber kein Beinbruch. Und unsere Leiste in der linken Ecke erweitert sich. Bling. Und die Leiste wird natürlich aufgefüllt. Du hast dein Lichtsteinmedaillon gefüllt und so deine Magiekapazität gesteigert. Yes. Das ist gut, denn die brauchen wir. Nun, das hätten wir. War hier noch was? Ah. Okay, ist schon beides voll. Dann passt das so. Da kann ich nicht lang. So, hier geht's zurück. Okay. Dann hier auf den großen Platz.
Hier ist ein schöner Wasserfall, aber mehr auch nicht. Bevor ich das Ding bewege in der Mitte, gucke ich erst nochmal, ob noch irgendwas liegt, aber ich glaube nicht. Dann wollen wir mal. Eigentlich werde ich jetzt wieder angegriffen. Sieht aber nicht danach aus. Ich habe mich gar nicht gesehen. Wo kommt ihr denn her? Eine Dolche für mich? Wollte schon sagen. Das kann doch nicht sein. Nur ein Wag. Kann solch eine Wand hochklettern. Es ist aber kein Wag hier gerade zu Gange. Was sagt denn die Tür, wenn ich da näher gehe? Ich muss drei Feen finden, um diese Tür zu öffnen. Okay. Dann suchen wir die Feen mal. Wer sagt's denn? Ein Wag. Jetzt komm her. Bleib ab. Okay. Das alles nur für den Wag. Könnt ihr nicht für mich die Tür einreißen? Das wäre doch viel praktischer, als irgendwelche Feen zu suchen. Brauche ich ihn noch? Und das ist wieder so ein Moment, wo es sich nicht lohnt, ihn zu killen, aber ich glaube, da komme ich auch so rüber. Dann töten wir ihn mal. Ein weiterer Stein. Sehr gut. Das lohnt sich gerade nicht wirklich. Okay. Von da kam ich. Ne, warte mal. Von hier. Da geht's runter. Okay, aber bevor ich da runter gehe, gehe ich hier rüber. Unangenehm. Ah, zerprügeln sie mich. Yeah.
gut, das hätten wir. Kurbeln. Und fertig gekurbelt. Da brauche ich Schattenmagie. Aber nichts, wo ich meine Schattenmagie mit auffüllen könnte. Ah, sehe. Erstmal großzügig drumherum klettern. Was ist denn da drüben? Kann ich da hin? So, da haben wir eine Fee. Feen. Wenn die Feen ausgewählt sind, kannst du B drücken, um eine von ihnen auf deinen nächsten Feind zu hetzen. Indem du B erneut drückst, kannst du weitere Feen losschicken. Die Feen fliegen auf ihr Ziel zu und können bestimmte Gegner ablenken, sodass dir genug Zeit bleibt, eine verheerende Attacke auszuführen. Feen sind äußerst empfindlich und sterben nach einmaligem Gebrauch. Die magischen Kräfte, die den Feenleben einhauchen, kann man auch verwenden, um bestimmte uralte Geräte zu aktivieren. War nur eine. Okay. So, da ist jetzt das, was ich brauche. Wir füllen beides natürlich auf. Es fällt mir jetzt erst auf, dass er sich jedes Mal kreuzigt, wenn er dann eine Leiche berührt. Ich habe einige Inschriften auf diesen alten Mauern entdeckt. Sie müssen im Zusammenhang mit den magischen Runen unten stehen. Blaurune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune, die eine blaue links neben sich hat. Die Blaurune hat nur einen Nachbarn. Es gibt nur eine rote Rune, die eine blaue links neben sich hat. Blaurune hat nur einen Nachbarn. Das heißt blau, rot, blau. Würde es für mich am meisten Sinn machen. Nicht richtig. Kann ich das nochmal nachlesen? Talente. Zweitwaffen. So, die Feen. Ja. Nee, Sekunde. Blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune, die eine blaue links neben sich hat. Die blaue Rune hat nur einen Nachbarn. Es gibt eine rote Rune, die einen blauen, die blaue links neben sich hat. Ich glaube nicht mal, dass es so falsch war. Vielleicht ist es auch blau, rot, rot. Versuch's mal. Okay. Habe ich nicht wohl geirrt. Okay. Das Ding hat sich gedreht. Jetzt müssen wir nämlich wieder nach oben und dann kann ich dieses Ding da nutzen.
Wahrscheinlich ebnet mir das den Weg zu einer weiteren Fee. Muss ja wahrscheinlich, sonst komme ich ja nicht weiter. Das eigentliche Ziel ist ja, die Feen zu finden. Ey, dann powern wir uns hier nochmal auf. Okay. Das ist wohl nicht richtig. Kann ich hier runter irgendwie? Muss das so nicht sein? Komm an das Ding aber von hier nicht ran. Das ist ja viel zu weit weg, oder? Muss ich zurück? Bin mir gerade nicht sicher. Hier war doch ein Brunnen, ne? Mal Zeit, ihn jetzt zu nutzen. Weil ich schon relativ angeschlagen bin. Hier kann ich auch runter. Hier bin ich jetzt wieder. Ah, okay. Was fange ich jetzt mit dem gedrehten Ding da oben an? So, ich muss es wieder... ...wieder öffnen. Wie jetzt? Wieso tut ihr mir das an? Habe ich was falsch gemacht? War das nicht ganz unten? I don't get it. Ach, jetzt. Okay. Letztes Mal mit dem Wag da hoch. Weil hier komme ich ja nicht weiter an sich. Oder hat sich hier jetzt was getan? Nee. Hat immer noch einen Wag. Dann geht's wohl oben weiter irgendwie. Muss ich mir nochmal einen Wag besorgen. Hey. Sag mal. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich runterkomme, dass das richtig ist. Aber vielleicht muss ich runter. Aber was übersehe ich? Hier komme ich wieder runter. So viel weiß ich. Hier komme ich hier rein. Das Rätsel haben wir gelöst.
Hier sterbe ich. Okay, es reicht. Ah, okay. Da brauche ich irgendwas, um das zu öffnen. Fehlt mir was. Okay, jetzt bin ich hier. Was bringt's mir? Muss ich eine Fee benutzen dafür? Nee. Da fehlt doch was. Hebel fehlt. Liegt der hier irgendwo rum? Hier halt nix. Ah, hier. Okay. Machen wir es mal eins und am anderen. Ey. Natürlich haut er mich hier kaputt. War doch richtig vom Timing her. Erzähl doch nichts. Warten, ey. Das ist so frech einfach nur. Nimm das Ding mal mit und lauf hier lang. So, denn hier brauchen wir auch noch einen. Okay. Was ist denn hier? Fühlt mich das hin? Check's gar nicht. Muss ich nicht hoch? Dann rüberspringen. Warum springt er nicht hoch? Fehlt mir irgendwas? Ich dachte, würde dann oben springen. Ah, jetzt macht das. War nicht weit genug auf rechts. Och. Oben ist doch bestimmt ein Secret. Nein, da ist eine Fee, die ich brauche. Yeah. Hier komme ich doch bestimmt runter. Nee, ich muss wieder hier den Weg runter. So doof. Okay, dann haben wir schon mal zwei. Bevor wir die Folge beenden, finden wir auf jeden Fall noch die dritte. So viel Zeit muss sein. Wir sind kurz davor. Sollte die Musik auf einmal.
Hier bin ich jetzt. Ist ja sehr spannend. Das sieht so aus, als wäre da die letzte Fee hier oben. This looks good. Nice. Dann habe ich ja jetzt drei. Kann ich hier nicht durchbrechen? Sieht so fragil aus. Aber er macht auf X gerade nichts. Halt, da ist was. Beziehungsweise da liegt jemand. Können wir nicht reinklettern? Natürlich geht's. Und das Rote haben wir auch erweitert. Guckt's euch an. Geil. Schattenmagie erweitert. Du hast deinen Schattensternmedaillon gefüllt und so deine Magiekapazität gesteigert. So muss das. Ansonsten kriege ich später den Arsch versohlt. Mit zu wenig Magie. Ich bin noch fasziniert, wie lang diese Kette ist. Ah, jetzt sind wir wieder hier und dann seilen wir uns da ab und dann sind wir schon wieder am Ziel unserer Reise. Sehr gut. Mag er sich dann nicht festhalten, oder? Okay, und jetzt nochmal das Ding öffnen. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir am Ziel. Ich glaube, im Bosskampf erwartet uns nicht, soweit ich weiß. Boah, ach, Gegner. Oh Mann, jetzt hat er das zerstört. Du bist eine alte Kackbratze. Eine alte dämliche Kackbratze. Okay. Mit euch mache ich. Na, ist er drei, ne? Okay. Für die drei lohnt sich das. Jetzt sehen wir mal die Cutscene. Der gute Stein. Ich habe direkt fast einen wieder voll. Gut, ne? Jetzt haben wir sie direkt insta gekillt. Ja, weil die drei, die machen mir das Leben zur Hölle. Kann man auch so gut besiegen, das habe ich jetzt auch schon geschafft, aber es ist trotzdem anstrengend. Und geschafft. Wir haben jede Menge Erfahrungspunkte. Ich würde gerne was dafür kaufen, nach Möglichkeit. Hier die Bodenfräse. Haben wir noch nicht. Ah. Jetzt haben wir nur noch Upgrades über und natürlich hier bei den
Reliktkräften was zum Freischalten. Den Rest haben wir schon. Gut. Dann geht's in der nächsten Folge schon zum ersten Fürst der Schatten. Zum dunklen Fürst der Lykaner. Unser erster richtig heftiger Bossfight. Und ich gehe jetzt nochmal ein paar Sachen einsammeln, die wir zuvor in den ersten Kapitel und im zweiten Kapitel nicht gesammelt haben. Und dann steigen wir hier wieder ein in der nächsten Folge von Castlevania Lords of Shadow. Bis zum nächsten Mal.